Hallo, ich bin Anna Magdalena Schessel und ich erzähle euch heute was über meinen Biedermeier. Biedi einfach, weil Biedermeier sehr streng klingt und er ist eher, er hat ein bisschen jugendlichen Schalk, er macht gerne mal Quatsch und da passt Biedi deutlich besser. Über meinen Onkel, meinen Großonkel eigentlich, Onkel Uwe, Uwe Mechlem und ehemaliger Olympiarichter. Und wir haben einfach gefragt, ob er vielleicht eine Idee hat, weil wir eben auf der Suche nach einem Pferd waren, weil meine alte Stute in Rente geschickt wurde. Und dann hat er mal bei der Familie Max Theurer nachgefragt und die hatten so die Idee, dass der Biedi vielleicht passen könnte. Also das richtige Pferd zu finden ist wirklich schwierig, finde ich. Wir haben auch nach meiner alten Stute über ein Jahr gesucht. Bei ihm ist es wirklich so, der ist nicht jeden Tag gleich. Man muss sich immer was Neues ausdenken und man muss natürlich konsequent sein. Sonst sagt er halt, na gut, dann machen wir etwas anderes. Aber das passt schon immer gut zusammen, wenn man dann irgendwo sich immer ein neues Konzept ausdenkt, irgendwie eine neue Methode, irgendwie mal anders anfängt, mal ein bisschen draußen reitet, dann wieder drinnen. Nicht immer jeden Tag das Gleiche. Und dann funktioniert das eigentlich gut. Ich glaube, der größte Erfolg für uns war letztlich das Finale Pierre Förderpreis letztes Jahr. Also ich war schon aufgeregt, aber das Gute bei der Reiterei, finde ich, ist immer, sobald man auf dem Pferd sitzt, ist es eigentlich weg, weil da muss man sich konzentrieren und man fokussiert sich komplett wirklich 100% aufs Pferd. Und mein Trainer Uwe Schwanz war ja auch dabei und da ist es dann so ein eingespieltes Team. Wenn es dann losgeht, dann ist es alles in Ordnung, aber davor war ich natürlich schon sehr aufgeregt. Für mich war mir wichtig, wenn jemand schon relativ viel Vorbildung hat. War ja doch schon ein paar Mal bayerische Meisterin, da war sie ein Jahr bei Holger Finken oben. Da haben wir schon gemerkt, aha, sie will wirklich diesen Sport auch ausüben und machen und auch lernen. Und was mir sehr gut gefallen hat, man weiß das ja nicht, nimmt sie was an, will sie was Neues umsetzen. Das gehört ein bisschen mit dazu, ne? Dieses auch Wollen. Weil auch als Trainer musst du ja sagen, jeder hat so eine Idee und probiert und macht und entwickelt. Und da muss jemand auch mit einsteigen wollen. Und das fand ich damals von Anfang an sehr angenehm, dass sie nicht so eingefahren war, ihr Ding so macht, sondern wirklich versucht, das umzusetzen und dann kann man auch wirklich was weiterentwickeln. An der Deutschen Bank Reitsportakademie schätze ich, dass wir sehr unterstützt werden, auch sehr individuell. Also das ist nicht einfach Schema F, sondern wirklich auf jeden Fall angepasst. Das ist alles sehr persönlich. Ich freue mich, dass vor allem das wertgeschätzt wird, was man sozusagen an Leistung, an Arbeit in den ganzen Sport auch steckt. Ich reite einfach gerne auf der Wiese, weil man da einfach ein bisschen mehr Platz hat. Und ich reite einfach auch so gerne draußen. Also ich reite auch vor und nach dem Arbeiten, selbst wenn es nicht so schön ist. Solange es nicht regnet oder schlechtes Wetter ist, reite ich eigentlich immer draußen Schritt und danach auch meistens nochmal. Ja, ich finde, es ist einfach ein anderes Gefühl und ich glaube, die Pferde haben auf der Wiese auch manchmal mehr Spaß noch wie in der Halle. Das Einzige, was man dort nicht hat, ist halt ein Spiegel. Aber das tut manchmal auch ganz gut.